Ja, hallo, wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und ihr seht, wir sind immer noch über unserem Quinky Sassi drüber. Und ich würde sagen, nachdem das jetzt eine gute Woche her ist, dass wir den zum Laufen gebracht haben, probieren wir jetzt das erste Mal, ob er immer noch anspringt. Das heißt, ob er jetzt zuverlässig funktioniert. Ob unsere ganze Bastelei da neulich einen nachhaltigen Erfolg gebracht hat. Und wenn das gegeben ist, dann schauen wir uns mal weiter die Technik von dem Roller an. Und zwar müssen wir mal gucken, dass wir den Originaltank hinkriegen, weil der Testtank ist ja ganz praktisch, aber zum Fahren taugt er nicht. Und dass man dann vernünftig so weit von der Technik her abschließen können. Außerdem würde ich mir jetzt in dem Video oder heute immer gerne mal das Getrennschmierungssystem angucken. Gut, Batterie ist drin. Benzin hat offen, Choke ist an. Schalten wir mal die Zündung ein und dann probieren wir es mal. Na, was sagt's denn? Das heißt also, unsere Vergaserbastelei neulich, die hat offenbar funktioniert. Jetzt wollen wir wissen, dass der Roller tatsächlich läuft. Schauen wir uns mal den Tank an. Das ist ja der Originaltank aus dem Roller. Und ich habe schon mal gesagt, der hat einen Unterdruckbenzinhahn. Und aus irgendwelchen Gründen haben die ja diesen Rasenmäherbenzinhahn dran gebastelt. Und ich nehme mal an, dass der Hahn kaputt ist, dass der nicht mehr richtig absperrt. Aber die haben ja hier eine Primerstellung. Das heißt, man kann diesen Automatikhahn manuell übergehen. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Wir gehen jetzt mal her, setzen den jetzt mal hier oben auf den Behälter. Schauen wir mal, wenn wir jetzt den Schlauch durchpetzen hier, weil der Benzinfilter den brauche ich nicht. Ja, dann läuft Treibstoff aus. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir den hier an dem Primerhahn umdrehen oder irgendwas verstellen. Ne? Es läuft nichts mehr aus. Der ist zu groß. Passiert gar nichts. Na gut, oder ist der jetzt leer? War das alles, was noch drin war? Da ist schon noch was drin. Das ist jetzt interessant. Weil eigentlich sieht das ja aus, als würde der Hahn zuverlässig absperren. Jetzt machen wir mal einen Schlauch auf die Unterdruckseite und ziehen da dran an. Ich habe jetzt mal hier die Vakuumpumpe angeschlossen an den Unterdruckanschluss. Schauen wir mal. Oh, das fängt an zu tropfen. Jetzt nicht wirklich viel, aber ein bisschen was kommt. Schauen wir mal, jetzt machen wir mal hier den Primerhahn in die andere Richtung. Weil es weiß leider jetzt nicht, in welche Richtung man den jetzt drehen muss. Aber normalerweise haben die eine Stellung, in der sie offen machen sollten. Aber da passiert jetzt hier gar nichts. Und das ist seltsam. Ich würde sagen, jetzt tun wir den Tank erstmal ausleeren und sauber machen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Und ich hatte das ja im letzten Video schon gesagt, der Geruch ist mal wieder absolut mörderisch. Es gibt echt nichts Schlimmeres als gekippten Sprit. Aber zum Glück ist das nicht mehr viel. Jetzt machen wir mal hier dieses Schlabberwändchen hier weg und machen den Tank innerlich und äußerlich gründlich sauber. Innerlich ist der Tank sogar ziemlich sauber. Und deswegen würde ich sagen, wir füllen den jetzt einfach mal mit frischem Benzin. Und dann probieren wir den Hahn nochmal aus. Na. Weil da war ja auch so gut wie kein Treibstoff mehr drin. Und es kann auch sein, dass das einfach zu wenig war. Dass da einfach kein Sprit mehr gekommen ist. So, sagen wir mal, wie viel das jetzt ist. Jetzt ist er ungefähr zur Hälfte gefüllt. Das sollte zum Testen genügen. Und jetzt läuft nichts aus. Also jetzt ist er auf jeden Fall zu. Schauen wir, dass ihr auch was seht. So müsste das eigentlich gehen. Jetzt probiere ich nochmal die Primerstellung aus. Bis mit dem Primerhahn hier. Genau, jetzt läuft er aus. Genau, das hier ist also die Primerposition. Und so ist er dann wieder auf Automatikmodus quasi. Das heißt, wir hängen jetzt nochmal die Vakuumpumpe dran und dann versuchen wir es nochmal. Gut, schauen wir mal.
Jetzt die Vakuumpumpe aktivieren. Läuft Treibstoff aus. Und stoppt auch wieder. Das heißt, der Automatikhahn ist völlig in Ordnung. Das heißt, dieser Rasenmäher-Benzinhahn ist einfach nur Schwachsinn. Umso besser. Brauchen wir uns da nicht weiter drum kümmern. Das heißt, wir können den Tank jetzt einbauen und dann probieren wir es einfach nochmal. Bevor wir den Tank einbauen, gucken wir uns aber mal die Getreideschmierungsanlage an. So, wir haben ja hier den Öltank. Und hier geht ein Schlauch, der verschwindet irgendwo hier unten im Motor. Jetzt ist die Preisfrage, wie fördert der das Öl in den Motor? Ich habe im Internet umeinander geschaut und ich habe nichts gefunden dazu, außer dass wir hier hinten, unabhängig vom eigentlichen Antrieb, dieses Teil hier, wo Quinky draufsteht, das ist ein eigener Deckel, den kann man getrennt abnehmen vom restlichen Antrieb und da ist die Ölpumpe drin. Und das würde ich sagen, machen wir als nächstes mal. Wir schrauben mal dieses Deckelchen hier runter und dann gucken wir uns das einfach mal an, wie das da drin ausschaut, wo dann der eigentliche Motorförderschlauch hingeht, weil... Wenn der in eins der Kurbellager fördert, dann können wir die Getrennschmierung nicht stilllegen. Da müssen wir sie erhalten. Wenn er irgendwo in den Ansaugtrakt fördert, dann können wir sie stilllegen. Aber wie das genau aufgebaut ist bei ihm hier, das weiß ich eben nicht. Da habe ich im Internet keine vernünftigen Informationen gefunden drüber. Das scheint keiner zu wissen. Großes Mysterium, deswegen gucken wir selber nach. Gut, dann schauen wir es uns jetzt mal an. Jetzt machen wir mal, das dürften diese drei Schrauben sein. Nochmal ganz vorsichtig, weil wenn wir jetzt doch den Antrieb aufmachen dabei, dann haben wir hier gleich eine Ölpest. Glaube ich aber nicht, weil man sieht das auch, dass das hier ein eigenständiges Deckelchen ist. Weiß nicht, wie gut das jetzt auf der Kamera rauskommt. Weil es ist natürlich wie üblich alles eingedreckt ohne Ende, aber gut. Aufpassen, da ist eine kurze Schraube. Und hier ist eine lange, also die kurze gehört nach da hinten. Ah ja, kann man hier, genau, ah ja. Da haben wir eine Mikuni-Ölpumpe. Und da geht der dünne Schlauch, der geht irgendwo darüber. Mal schauen, ob wir den weiter vorne irgendwo wieder finden, diesen dünnen Schlauch. Hier nur nochmal, dass ihr es auch gesehen habt. Das ist der Schlauch oben vom Tank und das ist der Schlauch, der dann, wer weiß, wohin geht. Weil wir immer noch nicht genau wissen, wohin. Aber das werden wir schon finden. Nachdem ich da bisher immer nichts gesehen habe, habe ich mal die Zylinderhaube hoch. Nochmal Taschenlampe. Aber so wirklich sehen tut man da jetzt auch nichts. Jetzt auch noch nicht wirklich was gefunden. Also das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die hier im Bereich vom Auspuffkrümmer verschmort ist. Aber gut, das sollte nicht so dramatisch sein. Aber ich schätze mal, wir müssen mal den Auspuff und das Hinterrad rausmachen. Das hätten wir ohnehin noch machen müssen, weil wir ja einfach mal gucken müssen, wie die Bremse beieinander ist. Machen wir das jetzt einfach als nächstes mal. Der Auspuff ging zum Glück völlig problemlos runter. Das Einzige ist die Krümmerdichtung, die ist so arg toll nicht mehr. Das erklärt diesen ganzen Ölsplatter hier. Warte mal, die Lampe hinstellen. Mal schauen, dass man die. Okay, dieser. Ja, die ist einfach. Ja, die ist einfach völlig hinnig, die Dichtung. Aber mal eine neue hinmachen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch angeschmort, weil der heiße, Abgaser ausgedruckt hat. Aber mit dem Ölschlauch sehen wir jetzt auch nicht mehr. Da müssen wir noch mal ein bisschen weiter gucken. Och, das ging relativ leicht. Das ist doch sehr angenehm, wenn das mal ordentlich geht. Splint war übrigens schon drin, den hatte ich vorher rausgenommen. Na, komm schon. Ah, erstmal den Bremszug aushängen. Gut, dass wir nachgeguckt haben, weil wir mal sehen, die hintere Bremse ist völlig verölt. Das scheint aber nicht vom Simmerring zu kommen. Das ist einfach hier alles eher diesem ganzen Ölsplatter hier geschuldet, weil es da mal irgendjemand wahrscheinlich massiv Öl verschüttet hat. Aber wenn wir jetzt hier weiter gucken, dann sehen wir, hier von der Ölpumpe kommt hier so eine Art, ja, nennen wir es mal ein Schutzblech. Ziemlich rostig. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir das abkriegen, ob das noch gängig ist. Schauen wir mal. Schauen wir, was die Schraube hier sagt. Ja, die geht. Die Schraube geht. Das ist doch schon mal gut. Das war wohl der Vorteil von dem Ölsplatter, dass der verhindert, dass das Zeug festrostet. Aber die Schraube hier vorne, ja, das ist irgendein Sechskant. Okay, dann haben wir ein anderes Werkzeug. Und so wie es aussieht, geht diese Ölleitung hier direkt ins Lager. Das heißt, die müssen wir auch erhalten, weil das einer mit Lagerschmierung ist. Das heißt, wenn wir die rausmachen, das kann gut gehen, muss nicht. Das ist, mir ist es zu riskant. Außerdem, da haben sie bei Suzuki geklaut, weil das kennen wir ja vom CS50 hier mit der integrierten Gehäuseentlüftung. Und wie beim Suzuki CS50 ist das eine Hohlschraube. Da sieht man wieder, wer da von wem alles nachgebaut hat. Ist immer wieder interessant, das zu sehen. Aber jetzt, wenn wir jetzt schon hier drin sind, wir machen das jetzt erstmal ordentlich sauber.
Und na gut, Bremsbacken. Ich meine, ich mache sie jetzt mal sauber, das bringt allerdings nichts. Ich mache es jetzt einfach nur, dass es ein bisschen weniger schlecht ist für eventuelle Tests. Und auf Dauer müssen wir gucken, dass wir irgendwoher neue Bremsbacken für hinten kriegen. Das ist schade, aber ist halt so. Ja, ohne die 5 Pfund Dreck sieht das doch gleich schon deutlich freundlicher aus. Weil wenn man jetzt mal hinten in dem Bereich, wo ich nicht alles sauber gemacht habe, mal den direkten Vergleich hat. Also es ist echt erstaunlich, wie es manche Leute schaffen, den Roller in weniger als 3000 Kilometer so einzuseuchen. Krass. Gut, das ist jetzt soweit alles sauber. Die Felge ist auch sauber. Ich habe den Reifen jetzt mal aufgepumpt. Ich meine, wir werden neue brauchen, aber ist auch interessant. Man sieht, dass das Original ist. Hier, mache ich mal die Schrift auf dem Reifen. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera lesen. Hier, the first rubber plant of Beijing, China. Also die erste Gummifabrik von Peking in China. Die Auspuffdichtung, interessanterweise passt die Dichtung von der Smallframe Vespa. Das ist gut, weil das ist was, was wir da haben und was man auch einfach kaufen kann. Den Auspuff muss ich auch nochmal runter machen, gründlich entrosten, aber es ist im Moment einfach noch zu kalt zum Lackieren. Deswegen lassen wir das jetzt erst einmal bleiben. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal hier den Luftfilter wieder drauf. Weil der passt soweit, machen diesen Ansauggummi rein, dann ist das alles wieder schick. Und dann schauen wir uns den Tank nochmal an. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum die diesen lustigen Rasenmäherhahn da dran gemacht haben. Das Problem ist nicht, dass der Hahn nicht absperrt. Das Problem ist, er macht nicht mehr richtig zu. Der tröpfelt nämlich jetzt noch die ganze Zeit. Und das tropft oben von dem Auslaufrohr. Das ist unser Problem. Das heißt, was machen wir jetzt? Auf einen anderen Benzinhahn umrüsten? Was sollen wir nicht kriegen? Oder behalten wir erstmal den Rasenmäherhahn? Und ich denke mal, so unschön ich diese Lösung finde, der Rasenmäherhahn ist erst einmal das, was wir jetzt machen werden. Dass wir jetzt mal hier diese kaputten Schläuche da noch wegmachen und dann diesen Hahn tatsächlich wieder in Betrieb nehmen. Gefällt mir nicht wirklich, aber nun ja, irgendein Tod muss man halt immer sterben. Steht er schon seit ein paar Minuten da. Treibstoffleitung ist komplett gefüllt bis an den Vergaser. Hier oben tropft nichts, am Benzinhahn tropft nichts, Vergaser tropft nichts. Das scheint alles dicht zu sein. Jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir mal, ob wir starten mit Sprit aus seinem eigenen Tank. Batterie habe ich ja schon drin. Machen wir mal die Zündung an. Jetzt probieren wir es einfach mal. Vielleicht mal einen Schock reinmachen. Das ist etwas leichter. Und der läuft. Zum ersten Mal seit zig Jahren mit Benzin aus seinem eigenen Tank. Lassen wir mal ein bisschen laufen und gucken, ob er anbleibt. Jetzt, solange er läuft, schauen wir, ob die Ölpumpe fördert. Dann machen wir jetzt mal hier die Entlüfterschraube auf. Normalerweise müsste es das Öl jetzt hier mit einem gewissen Druck rauspressen. Ja, das sieht gut aus. Ist auch schön sauber. Aber ich schraube wieder rein. Das scheint jetzt ganz gut zu funktionieren. Das ist auch soweit schon mal ganz gut. Und ich würde jetzt den Vorschlag machen, da wir jetzt in wirklich sinnig nicht weitermachen können, baue ich den Roller mal so weit zusammen, dass wir ihn oben auf dem Feldweg mal Probe fahren können. Das heißt, wir haben den Heckpanzer, Sitzbank, Gepäckträger, alles wieder dran. Pumpen den Vorderreifen noch auf. Weil der ist auch komplett platt. Aber wenn der sich genauso gut erholt wie der hintere, dann taugt er zumindest mal jetzt hier noch für einen Fahrversuch. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Gut, der ist jetzt mal soweit wieder beieinander. Jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir es einfach mal. Schauen wir mal, ob er fährt. Und wenn ja, wie. Und nur um den Punkt nochmal rüberzubringen mit der Größe, was sich gerade anbietet. Der Ovetto ist jetzt auch nicht gigantisch groß. Aber den Quinky kann ich fast ins Topcase stecken. Also ich bin in meinem Leben ja tatsächlich schon sehr viele Roller gefahren. Große und kleine und welche mit viel Leistung und welche ganz ohne. Aber ich habe mich auch bei kaum einer Probefahrt so gefochten wie gerade eben. Das ist in äußerstem Maße gewöhnungsbedürftig. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass diese uralten Reifen einfach völlig hinnig sind. Also ich habe die überhaupt die Luft gehalten. Also der vordere hat noch Luft. Schauen wir mal hinten. Ja, der hat auch noch Luft. Oder daran, dass das Federbein völlig ausgelullert ist oder dass ich einfach viel zu groß und schwer für dieses Moped bin. Das kann natürlich auch einfach sein.
Aber gut fahren ist definitiv was anderes. Aber der hat erschreckend viel Leistung. Das Ding geht ab wie Schwitzkatze und das ist das Problem. Eieiei, da habe ich mich auf was eingelassen. Nun gut, das war zweifellos eine der interessantesten und zugleich furchteinflößendsten Probefahrten meines Lebens. Aber nun ja, wir wissen jetzt, was los ist. Er läuft erschreckend gut. Ob das hinten das Federbein in Ordnung ist, nun, ich habe da so meine Zweifel. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas auftreiben kann. Außerdem ist das Lenkkopflager ziemlich lulle und der Lenker steht schief. Und naja gut, halt andere tausend Kleinigkeiten, die bei sowas halt auffallen. Außerdem, mit dem Lichtschalter, was ich da im ersten Video, das ist ein Dreistufenschalter. Das ist eine ganz seltsame und meines Erachtens so eigentlich auch gar nicht zulässige Schaltung, weil so ist nur das Rücklicht an, so wäre theoretisch das Fahrlicht und so ist das Fernlicht an, also die Hauptbirne. Und wahrscheinlich ist das wirklich irgendeine ganz merkwürdige Schaltung, aber das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ich hätte das gerne wirklich so, dass man zweistufigen Hauptlichtschalter, also für mehr Lichtschalter haben, dass man eben hier dass man eine Stufe Fahrlicht und eine Stufe Fernlicht hat. Oder halt Positionslicht und Fahrlicht, je nachdem, wie man es betrachten mag. Weil richtiges Fernlicht ist das ja nicht. Also die müssen wir durchs Getriebeöl wechseln und ja, tausend Kleinigkeiten. Ich meine, wir wissen aber mal, wir haben grundsätzlich einen funktionierenden Roller. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Stelle, dieses Video zu Ende gehen zu lassen. Denn ich habe einen Haufen andere Arbeit. Ich meine, ihr seht sie hier in der Werkstatt steht momentan jede Menge Krempel umeinander. Das Ciao, da, dem ihr noch nichts weiter gesehen habt, weil die Videos noch nicht rausgekommen sind, weil ich jetzt schon ewig auf bestellte Teile warte. Gut, der CA50, mit dem geht's dann auch irgendwann mal weiter, weil ja, auch Ersatzteilmangel. Und selbst der Ovetto. Der Ovetto ist eigentlich fertig. Ein Video mit dem ist in der Pipeline. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach diesem hier kommt. Und alles, worauf der Ovetto wartet, ist eine deppere Luftfilterkastendichtung, die aber irgendwie auch seit 4 Wochen nicht kommen mag. Es ist in letzter Zeit echt schlimm. Aber naja, aufregen bringt nichts. Deswegen wünsche ich euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.